Sektor ist es grundsätzlich zugeschaut. Hat er da in meinem Beruf lang von mir den Jahren, dass ich viele Freuen Sie, ich freue mich sehr, Sie wieder einmal zu sehen, Inspektor. Das freut mich auch, aber diese Freude, Hochwürden auf Ihrer Seite vorhalten wird, ist die Frage. Es handelt sich nämlich um eine ziemlich ernste und dringende Angelegenheit. Oh, kommen Sie zur Beichte, Inspektor Smith? Für meine Sünden erteilt Scotland Yard die Absolution. Sie sind vom rechten Wege abgewichen, mein Sohn. Bitte, darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Portwein? Da kann ich nicht widerstehen, danke. Im Ernst, Hochwürden, ich habe Sorgen. Warum? Der ganz alte Feind. Morgen wird der Reliquienschrein der heiligen Dorothea überführt. Ja, vom Kloster St. Martin in den Dom zu Kösterberg, ich weiß. Aber Sie wissen nicht, dass Tiger Tyrone die Reliquie rauben will. Haben Sie Grund zu dieser Annahme? Ja. Ich kann Sie beruhigen, Inspektor, auf Flambeau ist Verlass. Meinen Sie? Ganz bestimmt. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis hat er sich doch nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Naja, als Hotelportier hat er sich bewährt, aber... Ich glaube an Flambeau. Aber leider nicht Scotland Yard. Ja, Scotland Yard weiß eben ein Genie wie Flambeau nicht zu schätzen. Jedenfalls hält man die Idee, einen ehemaligen Juwelendieb mit der Überwachung einer Reliquie zu betrauen, für ausgefallen. Haben Sie etwas anderes erwartet? Man hat schon Wetten auf meine vorzeitige Pensionierung abgeschlossen. Beteiligen Sie sich an dieser Wette. Was? Nicht? Setzen Sie Ihr ganzes Vermögen auf Flambeau. Vor einer Stunde war ich noch dazu bereit. Und was hält Sie jetzt davon ab? Flambeau hat sich mit Tiger Tyrone in Verbindung gesetzt. Und nun fürchten Sie, Flambeau könnte rückfällig werden? Ja. Und Sie bereuen, dass Sie auf meinen Vorschlag eingegangen sind? Ich fürchte, wir haben den Bock zum Gärtner gemacht. Hier, Pater Braun. Ah, Flambeau, was gibt's? Nach Kösterberg, ja. Brauchen Sie da nicht meine Hilfe? Ach, meinen Wagen wollen Sie haben. Warum nicht? Es ist nicht zu glauben. Also auf morgen früh, Flambeau, ja. Hochwürden, haben Sie den Verstand verloren? Ich war noch nie so vernünftig. Inspektor Smith lässt Sie grüßen. Diese alte Klatschtante. Scotland Yard denkt an seine vorzeitige Pensionierung. Endlich fällt den Herrn mal etwas Vernünftiges ein. Steigen Sie ein, Flambeau? Hochwürden, was soll das bedeuten? Dass ich mit zu Tiger Tyrone komme. Aber Hochwürden, bei dieser Geschichte wäre mir lieber, wenn Sie im Pfarrhaus blieben. Es ist ausgeschlossen, dass Sie allein fahren. Ich verliere nicht gerne einen Freund durch eine Revolverkugel. Ich auch nicht, Flambeau, los! Tigers Haus. Hochwürden, ich habe eine Bitte.
Ja, was kann ich für Sie tun? Wir warten und beten. Beten kann ich überall, auch an Ihrer Seite. Jetzt kommen Sie aufs Haus zu. Was haben Sie nur vor? Das ist ein Schlagflambeau mit Vater Braun. Das war nicht ausgemacht. Verschwinde. Ich will nicht, dass man dich hier sieht. Vielleicht wollen Sie mit dir zusammenarbeiten. Ach. Herein. Hochwürden. Verzeihen Sie den überraschenden Besuch. Aber das macht doch nichts. Willkommen in meinem Haus, Hochwürden. Tiger, alter ja, Junge, wie geht's? Das ist eine Freude. Aber bitte doch Platz zu nehmen. Bitte. Wir sind auf dem Wege nach Canterbury zur Prozession der heiligen Dorothea. Und da der Weg an Ihrem Hause vorbeiführt, dann... Kommen Sie einen Sprung herein. Das finde ich aber nett, Hochwürden. Was gibt es Neues? Warst du wieder mal in London? Im lustigen Galgen? Lucky Lion ist wieder aufgetaucht. Also doch. Der Teufel soll ihn holen. Verzeihung, Hochwürden. Wie man hört, interessiert er sich brennend für die heilige Dorothea. Was? Lucky soll sich nicht unterstehen, ihnen ins Handwerk zu pushen. Aber Hochwürden. Entschuldigen Sie bitte. Glauben Sie mir, Hochwürden, ich verehre die heilige Dorothea. Bitte? Innig. Es würde mich sehr freuen. Ich weiß, Hochwürden, die alten Geschichten, auf die Sie anspielen. Juwelendiebstahl in Aberdeen, Raub eines Diadems in Berlin. Liegen Jahre zurück. Ich schwöre Ihnen, Hochwürden, ich bin ein anständiger Mensch geworden. Mary, wir haben hohen Besuch. Oh, entschuldigen Sie, Hochwürden. Chefportier Flambeau vom Kurhotel. Welche Ehre. Wie geht's, Vater Tyrone? Viele Mücken, viele Mücken. Vater fühlt sich heute sehr schlecht. Ich bringe ihn rasch in sein Zimmer. Darf ich die Herren zum Mittagessen einladen? Oh, sehr liebenswürdig, aber wir haben bereits bestellt. Oh. Im blauen Drachen. Da speist man ausgezeichnet. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was gut, Tiger. Und vielen Dank. Sei nicht so fromm. Nun erklär mir, was die beiden wollten. Dich einschüchtern. Sie fahren nach Canterbury. Ich gebe dir einen Rat. Lass die Finger von der Sache. Scotland Yard kann mich nicht einschüchtern. Aber Pater Brown. Verdammt. Aber Lucky Lion soll die Juwelen auch nicht haben. Was hast du vor? Lucky soll sie auch nicht haben. Wir begleiten die Prozession. Und retten Inspektor Smith vor der Pensionierung. Blauer Drache? Ja, Moment bitte. Hochwürden werden am Telefon verlangt. Mr. Jupp, eine Frage. Wann kommt denn die Prozession hier vorüber? Etwa in einer halben Stunde. Was? Danke, Mr. Jupp. Wir kommen sofort. Wir können noch eine Tasse Tee trinken. Das können wir nicht, kommen Sie. Der alte Tyrone ist ermordet worden. Nein. Haben Sie Inspektor Smith verständigt? Ja, wir haben ihn nicht erreichen können. So kamen wir auf die Idee, um Ihre Hilfe zu bitten. Meine liebe Mrs. Tyrone. Bitte erzählen Sie uns doch, wie alles geschah. Sie waren kaum 10 Minuten weg. Da kamen 3 maskierte Männer auf das Haus zu. Einer von ihnen war Lucky Lion, wie ich später hörte.
Drei? Ja, drei. Das wundert mich. Lucky ist ein Einzelgänger. Es waren aber drei. Es gab Streit. Tiger, Shay, Lucky, was willst du von mir? Ja, und was taten Sie? Ich wollte Tiger helfen, aber einer der Männer hielt mich mit der Pistole in Schach. Tiger kämpfte wie ein Löwe. Man sieht's. Kaliber 7,65. Wer schoss zuerst? Lucky Line. Das wundert mich. Tiger schoss doch immer sofort aus allen Rohren. Und was machten Sie inzwischen? Man sperrte meine Schwester und mich ein im Keller. Wir hörten übrigens den Kampflärm. Ja, da muss es dann geschehen sein. Der gute alte Vater Tyron. Gott sei seiner armen Seele gnädig. Ich vermisse jemanden. Wo ist ein Tiger? Tiger befreite uns aus dem Keller und verfolgte Lucky Line. Darf ich den Toten sehen? Bitte, Hochwürden. Was tut ihr denn da? Wie kann man die ganze Geschichte fremden Leuten erzählen? Man muss doch warten, bis die Polizei kommt. Ich übernehme die Verantwortung der Polizei gegenüber. Wir sind dem jungen Mann nicht sympathisch. Sein Name ist Dan. Meine Schwester hat ihn als Gärtner eingestellt. Psst. Übrigens, wir fanden den armen alten Tyron im Garten. Wo? Ja, im Garten. Unter diesen Baum. Wo war er, als die Schießerei begann? Da drinnen, in seinem Zimmer. Was, und trotzdem fanden Sie ihn im Garten? Ja, das sind merkwürdige Umstände. Äußerst merkwürdige Umstände. Übrigens, meine Schwester brachte es nicht übers Herz, den alten Mann im Garten liegen zu lassen. Bitte, Hochwürden. Kesselbeere 20. Hallo, Tiger. Ja. Hier läuft alles planmäßig. Ja. Ja. Sie sind uns auf den Leim gegangen. Ja. Ja. Mach's gut. Am unerklärlichsten ist mir der Zustand der Leiche. Ich verstehe nicht, warum er jemanden ersticht und sich dann noch die Mühe macht, ihn zu erschießen. Erstochen oder erschossen, das wird die Obduktion ergeben. Mrs. Tyron, wo befand sich der junge Mann zur Zeit der Schießerei? Gärtner dann? Ja, der Gärtner. Ich glaube... Er war unterwegs. Er holte Torfmull. Gab es Spannungen zwischen irgendeiner Person im Haus und dem alten Herrn? Ja. Spannungen? Nein. Der alte Tyron hing an seinen religiösen Gewohnheiten. Auch meine Schwester ist sehr religiös. Während Tiger freiere Ansichten hat. Oh, es kommt nur darauf an, wie frei oder beschränkt die Ansichten sind. Waren Sie schon im Garten? Sie werden dort höchst rätselhafte Fußspuren finden. Ich finde ja manches höchst rätselhaft. Ja, höchst rätselhaft. Wissen Sie, was für eine Geschichte hier aufgezeichnet ist? Eine hässliche Geschichte. Es ist die Geschichte, die dieser Pantoffel ganz klar ins Gras geschrieben hat. Der alte Tyron, der Gelähmte, der sprang dort aus dem Fenster und lief hier entlang, parallel zur Mauer. Aber auch hören, das ist ja, doch... Ja, hier ist ein Zweig abgebrochen. Na, vielleicht ist er hingefallen, hat sich festgehalten. Ich rufe Inspektor Smith an und gebe Lucky Lion Steckbrief durch.
Bitte, Mrs. Darden. Nehmen Sie sich die grässlichen Umstände, unter denen der alte Mann starb, nicht so zu Herzen. Ich fühle, er war ein guter Mensch. Und was die Mörder mit seinem Körper taten, das ist belanglos. Sagen Sie das nicht. Oh, ich habe diese heiligen Bilder und Statuen satt. Warum verteidigen Sie sich nicht? Warum geschieht denn nichts, wenn einer der heiligen Jungfrau den Kopf abschlägt? Mrs. Tyne, warum werfen Sie Gott die Geduld vor, die er mit uns Menschen hat? Das ist Gotteslästerung. Gotteslästerung? Das ist es. Das ist es in seiner ganzen Entsetzlichkeit. Aufhören! Hochhören! Ich bin auf der richtigen Spur. Wir müssen ich sofort habe diese weg Pistole von hier. Kaliber 7,65. Wir bleiben keine Minute länger. Aber doch nicht jetzt hochwerden, wo wir die Wahrheit herausbekommen werden, weil die Angst haben. Die haben keine Angst vor uns, solange wir hier sind. Erst wenn wir fort sind, haben die Angst ja, vor aber uns. Los, Flaumbuch! Doch. Ich erkläre Ihnen alles. Erklären Sie das der Polizei. Ich möchte beichten. Ich habe den alten Tyrone ermordet. Beichten Sie das Ihrem Priester. Hier geblieben. Wohin? Nach Casterbury. Casterbury 20. Hallo. 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 Fauler Tricksteiger. Du wirst alt, du kopierst mich. Na, den Raub hätten wir verhindert. Nun zur Lösung des Mordproblems. Ja, das Mordproblem kann nicht gelöst werden. Warum nicht? Weil kein Mord geschehen ist. Wie? Ich muss Ihnen etwas Merkwürdiges erzählen. Ich sprach mit der Frau. Sie sagte kein Wort über den Mord, aber sie sprach von Gotteslästerung. Sie kennen doch Tiger Time. Also ob in- und auswendig. Er hat eine diabolische Vorliebe für Streiche, die böser aussehen, als sie sind. Seine Spezialitäten sind Kirchenraub und Friedhofschändung. Ja, ja, es stimmt alles. Ich hätte viel früher draufkommen müssen. Worauf? Dass der alte Tyrone friedlich in seinem Bett gestorben ist. Was ist der alte Tyrone? Friedlich in seinem Bett gestorben. Wahrscheinlich hat das Herz ausgesetzt. Tiger Tyrone hat erkannt, dass wir den Raub der Reliquie verhindern wollen. Ich, Esel, natürlich, um uns aufzuhalten. Gab uns ein unlösbares Problem. Und inszenierte einen Mord, der gar keiner war. Ja, Mrs. Tyrone war über die schauerliche Komödie entsetzt.
Deshalb sprach sie von Gotteslästerung. Ja, sie meinte die Schändung des Toten, aber auch die Zerstörung der Madonna und den Raub des Reliquienschreins. Nun, Inspektor Smith, hat man Sie schon vorzeitig pensioniert? Nein, im Gegenteil, danke. Man hat mich befördert. Tja, mein Herr, ich muss jetzt ins Kurhotel. Mein Kollege wartet auf Ablösung. Einen Augenblick noch. Ja, bitte, Inspektor. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigen? Ja. Wissen Sie, gestern... Da haben Sie gedacht, Sie hätten den Bock zum Gärtner gemacht. Und was denken Sie jetzt? Flambeau, Sie haben einen Orden verdient. Einen Orden? Der hat mir noch gefehlt auf der Uniform. Leider verleiht Scotland Yard keine Orden, aber eine Belohnung haben Sie wirklich verdient. Das wollen wir der heiligen Dorothea überlassen. So, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Hochwürden. Gute Nacht. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.